and then you'll die. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 22 Manchester United Karriere. Und ja, heute geht es weiter, und zwar haben wir heute das Viertelfinale in der UEFA Champions League vor uns gegen Liverpool und ja, das Halbfinalspiel gegen Arsenal im FA Cup. Und ja, das wollen wir natürlich auch gewinnen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann, glaube ich, mal ins Saisonfinale. Ja, also in der nächsten oder in der übernächsten Folge sind wir auf jeden Fall im Saisonfinale und wird es dann sehr spannend. Aber ja, in dieser Folge schließen wir erstmal auf jeden Fall diesen ganzen Monat hier ab und ja, mal schauen, was wir noch so im nächsten Monat für Partien bekommen. Wenn wir jetzt weiterkommen im FA Cup oder in der Champions League, was da so unser Gegner ist. Auf jeden Fall sehr spannend in dieser Folge. So, als erstes wollte ich mal auf unserem Jugendstart drauf schauen, und zwar haben wir hier einen sehr, sehr starken Spieler. 93 bis 94er Potenzial und ja, der wird direkt befördert. Ja, sonst würde ich ihn hier nochmal befördern, weil wir haben natürlich auch Aufgaben zu erledigen. Ja, perfekt, das haben wir jetzt erledigt. Ich würde sagen, die beiden setzen wir auch einfach mal auf der, ja, auf der Leihliste, oder ihn hier setzen wir auf der Leihliste und den anderen werden wir verkaufen. Denke ich mal, ja, wo ist er? Er ist ja schon, ja. Ja. So, und ihn werden wir auf die Transferliste setzen. So, und jetzt geht's ja ran gegen Liverpool im Hinspiel in der UEFA Champions League. Ja, im Achtelfinale. Ronaldo ist momentan Torschütze mit 9 Toren auf Platz 1. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die beiden Mannschaften an. Liverpool ist wieder kaputt. Wir haben eine sehr fette Mannschaft auf jeden Fall. Und ja, da können wir das natürlich ausnutzen. Van Dijk ist schon im gelben Bereich. Und ja, ich würde sagen, das müssen wir auch noch ausnutzen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen rein. Ab ins Stadion. Ja, da sind wir im Stadion angekommen. Hier in Anfield. Und ja, wie gesagt, Hinspiel in der UEFA Champions League. Das Ganze hier natürlich im Achtelfinale. Und ja, wir haben ja schon in der letzten Folge in der Liga gegen Liverpool gespielt. 3-2 verloren. Und ja, dieses Ergebnis wollen wir hier jetzt natürlich besser machen. Ja, damit Anstoß. Und es geht los, hier in Anfield, Hinspiel im Achtelfinale. Stark gehalten, Nachschuss, 1-0 für Liverpool. Ja, wie in der Premier League, als wir gegen Liverpool gespielt haben, war, glaube ich, das 2-2 von Liverpool, aber geschossen, gehalten und dann aber in den Abstauber ins Tor. So, Ronaldo, der erste Schuss für uns und der direkte Gegentreffer, Pfostentor. Ja, und da haben wir das 2-1 für Liverpool, die das hier einfach sehr stark ausspielen. Und ja, das Verteidigen ist da wirklich in so einer Situation sehr, sehr schwer. Jetzt hier Ronaldo mit Platz. Alisson kann den Ball nicht festhalten. Jetzt schlägt er den Ball dann lieber mal raus. Aber wir sind immer noch am Ball mit Ronaldo. Abgeblockt. Nochmal der Schuss, aber das wird jetzt nichts. So viel Platz für Ronaldo. Der Lupfer nochmal Nachschuss und der kommt dann noch irgendwie einer dazwischen. Das war eigentlich nicht geplant, den Abblocken, aber wir haben hier immer noch Ronaldo. Jetzt der Plan, Pass auf Außen hat nicht geklappt und jetzt ist Abpfiff Halbzeit und damit 2-1 für Liverpool. Und ja, ich würde sagen, gehen rein in die zweite Halbzeit. So, wieder Ronaldo, der jetzt super viel Platz hat
Allison ist wieder da. Super Schuss von Varane, erneute Ecke. Jetzt kommt er auf Maguire, der sogar noch rankommt, aber das ist zu ungefährlich. Und Ronaldo wieder sehr gefährlich. Wieder De Gea jetzt vielleicht auf Pogba. Und jetzt der Konter. Und schon wieder steht wer das vor. Jetzt vielleicht, ah, schade. So, 72. Minute, es wird Zeit, mal ein paar frische Männer zu bringen. Euer Zabal und ein Kiele gegen Shaw. Drei zu eins für Liverpool. Hier haben wir das 4 zu 1. Kann doch nicht wahr sein. Ja, letzter Wechsel. Martial bringt es für Ronaldo. Ja, damit lässt der Schiri einfach mal die Situation ablaufen und ja, 4-1 Niederlage, das wird sehr schwierig im Rückspiel da noch irgendwas zu machen. Transfergebot für Heaton, das wird natürlich angenommen. Jetzt noch die 9 Monate in Scouting-Updates. Bei Deutschland ist keiner mehr dabei. Vielleicht noch einer, aber sieht nicht so aus. Ja Leute, im nächsten Spiel geht es gegen Everton und ja, ich quatsche nicht noch zu lange, ich würde sagen, gehen direkt rein in die Simulation. Ja, anschließend wird es ein 3-2-Sieg. Jetzt Zabal, Watpose 1-1, Van de Beek 2-1, Doucouré 2-2 und dann noch Alex Telles mit dem 3-2. Ja Leute, wir gehen jetzt rein ins Rückspiel und versuchen wir noch irgendwie etwas zu machen. 3-0 reicht uns auch schon, um in die Verlängerung zu kommen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen rein. Let's go. Ja, hier sind wir auch schon wieder angekommen. Hier im Old Trafford. Und ja, wie gesagt, 3-0 würde uns reichen. Ja, wir versuchen aber alles. Ich versuche alles. Und hoffentlich steht die Verteidigung hier besser. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen rein. Let's go. So, erste Chance für Ronaldo. Fürs Tor, 5. Minute. 2 Tore noch. Dann haben wir es auch schon wieder. Ja, ich weiß echt nicht, was in der Verteidigung los ist, immer gegen Liverpool. Aber irgendwie kassieren wir immer wieder mal wieder irgendwelche doofen Tore. So, Ball durchgesteckt auf Ronaldo und das 2-1. Ein 4-1 kommen wir hier durch, 2 Tore noch. 17. Minute schon 3 Tore gefallen. Und ja, damit steht es 2-1. Ball auf Rashford, der direkte Schuss. Gehalten von Alisson, Eckball. Versuch, aber Fernandes ist da zu klein. Rashford, die wieder der direkte Abschuss. Ja, Pogba mal wieder mit dem Versuch, aber jetzt hat den Ball Alisson fest. So, jetzt haben wir den Ball sehr gefährlich. Und der Konter. Ronaldo. Gehalten. Oh, Außenposten.
Bruno Fernandes. Oh, das könnte das 3-1 sein. So, Platz für Jadon Sancho. Mal der Schuss und wieder Alisson. Ja, damit der Abpfiff. 2-1 zur Halbzeit. Noch zwei Tore, dann haben wir das Ding hier. Dann können wir noch in die Verlängerung. Und haben dann vielleicht noch eine Chance aufs Halbfinale. Rashford mit Platz und mit dem Schuss. Pfostentor. 3-1. Ein Tor noch. Platz für Fernandes. 4-1. Was passiert hier? Zwei Lücken in der zweiten Halbzeit und direkt die zwei Tore. So, jetzt Ronaldo rübergelegt und fast das Eigentor. Maguire wieder eine gute Chance. Und das ist jetzt ein Foul und es wird nochmal gefährlich. Oh, der hat den Ball. Gut, dass ich schon den Tor ein bisschen verstellt habe. So, Sancho wieder mit Platz. Runter auf Rashford. Platz. Jetzt der Ball auf Ronaldo. Und das Tor. Kein Abseits. 5-1. Wir liegen vorne. Und jetzt sind wir in diesem Zeitpunkt weiter. Wieder sehr schön durchgesteckt. Hier sehen wir es. Und wieder schön reingesteckt. Dreierpack von Ronaldo. So, wir bringen noch mal letzte Kräfte. Varane gegen Shaw. Hudson-Odoi gegen Sancho und Telles gegen Mukiele. Und der Abpfiff und wir schaffen es ins Halbfinale. Sehr, sehr viel Glück war dabei. Ich würde sagen, erstes Spiel hat Liverpool gemeistert. Zweites Spiel haben auch nur wir gemeistert. Ja, sehr starkes Spiel. 5-1 Sieg gegen Liverpool. So Leute, nach dem Spiel gegen Liverpool habe ich mal einfach so ein bisschen vorgespielt. Das eigentlich immer unnötig ist, wenn wir ja die Zeit, ich durch das ganze Zeit zeige. Ja, und zwar haben wir gegen Norwich 3-0 gewonnen, Tottenham 2-1 Sieg und im Pokal gegen Arsenal haben wir einmal 4-1 gewonnen und sind damit im Finale, genau. Und ja, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall ran im Halbfinale gegen Real Madrid. Ja, dann auch noch gegen Brighton und Arsenal. Und ja, in der nachfolgenden Folge geht es dann ran gegen Tottenham im Finale im FA Cup. Dann noch gegen Chelsea. Wenn wir wahrscheinlich auch spielen, wenn wir nicht in der Champions League noch spielen. Mal schauen, wie das in der nächsten Folge ausgehen wird. Und dann noch einmal gegen Crystal Palace. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Wir schauen uns mal gerade noch auf die Tabelle in der Premier League. Ja, damit wir das auch nochmal gesehen haben. Das ist auch momentan auch sehr spannend, was da so alles ist. Ja, hier haben wir sie einmal. 3 Punkte vor Liverpool, aber wieder ein Spiel weniger. Nächstes Spiel gegen Brentford werden wir wahrscheinlich auch gewinnen. Die sind der letzte. Und damit kann man eigentlich schon rechnen. Wir sind 6 Punkte vor denen. Ja. Da ist auf jeden Fall für Liverpool auch noch alles machbar. Wir müssen 2 Spiele gewinnen. Dann haben wir die Meisterschaft eigentlich schon fix. Ja, aber mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Da haben wir ein genaueres Ergebnis. Und ja, ich würde erstmal sagen, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest heute. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abo und Like nicht vergessen. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Habt noch heute einen schönen Weihnachtstag. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao.